Was die Älteren bei uns im Land angeht, ist das das wichtigste Thema. Es geht um Geld, ja, aber es geht vor allem um die Anerkennung von Lebensleistungen während der DDR-Zeit und während der schwierigen Zeit danach. Und es kann nicht sein, dass es unterschiedliche Renten in Ost und in West gibt, sondern wir müssen endlich auch bei der Rente eine einheitliche Lösung haben. Deshalb am 4. September beide Stimmen für die SPD, damit Erwin Sellering unser Ministerpräsident bleibt.